auch heute wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und ich sage es direkt, ich habe gerade schon wieder extreme Probleme mit dem Air-Server, habe aber keine Zeit jetzt rum zu experimentieren. Ich gehe heute Abend wieder ins Musical, heute zur Preview von Mamma Mia und ich bin sehr gespannt, wie es denn so ist. Wir boosten direkt die Kasernen und wir haben jetzt, ja, wie lange Zeit haben wir denn immer, bis die Armee fertig ist? Die brauchen 25 Sekunden. Ich habe 4 Kasernen geboostet. Das bedeutet, ich habe ungefähr 5,5 Minuten Zeit, dann wäre die komplette Armee fertig. Das heißt, so lange werden wir jetzt ungefähr suchen, bis wir Loot haben. Wobei, den hier könnte ich zum Beispiel... Der hat auch ein Rathaus draußen. Das Rathaus ist jetzt noch am Anfang der Suche. Deswegen nehme ich jetzt mal eben das Rathaus mit. Ihr wisst ja, ich will mit den Pokalen hoch. Ich habe es gestern nicht mehr, beziehungsweise vorgestern nicht mehr geschafft, mehr Pokale zu farmen. Das war wieder alles so stressig irgendwie. Deswegen bin ich immer noch relativ tief. Mir wurde jetzt in den Kommentaren gesagt, so Kristall 1, teilweise auch 2 und Meister 3 sei gut zum dunklen Farmen. Das heißt, wir setzen uns als erstes Ziel, erstmal in Kristall zu kommen und dann zu Kristall 2 am besten direkt. Kristall 3 ist, glaube ich, noch ein bisschen tief. Wie genau ich dann dort das Dunkle farme, weiß ich allerdings auch noch nicht. Da werde ich mit Bartsch wahrscheinlich nicht so weit kommen. Hat da jemand auch noch eine Idee? Dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich bin für Anregungen offen. Mal schauen, womit ich es anfangs probieren werde. Morgen kommt ja normalerweise eine Kriegsreport-Folge. Weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, morgen eine Kriegsreport-Folge zu machen. Wenn doch, hoffe ich zumindest, dass ich übermorgen direkt mal in Kristall 2 bin. Oder zumindest anfangs, ja, Anfang Kristall 2. Und dann fahren wir nochmal ein bisschen hoch, dann seht ihr auch, wie das da oben mit den Bogies funktioniert. Und dann schauen wir mal, dass wir auf dunkle Jagd gehen. Das, was im Moment bei mir los ist, ich weiß es nicht. Mein Nachbar ist irgendwie auf die doofe Idee gekommen, seinen Router so einzustellen, dass der immer den automatisch besten Kanal sucht. Komischerweise sucht er sich immer genau den Kanal aus, den ich für meinen WLAN eingestellt habe. Dadurch überschneiden sich die Signale, dadurch gibt es Abbrüche, dann hat der Router irgendwelche Überhitzungsprobleme oder sowas. Ich weiß es nicht, das ist aber auch eine scheiß Easybox, Fritzbox ist geiler, aber im Moment fehlt mir etwas, das Geld, um die anzuschaffen, beziehungsweise ich müsste es auch noch absprechen. Und meine werte Dame meint, die Easybox reicht doch. Die tut doch ihren Dienst, tut sie normalerweise auch, aber beim Aufnehmen nervt es mich doch schon teilweise sehr, was hier so abgeht mit der guten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es an ihr liegt. Ja. Und langsam könnten wir einen Gegner finden. Oh, der hat aber viel Elixier. Ihr seht ja auch, Elixier ist fast bei 3 Millionen. Eine Mauer würde ich schon noch gerne aufbauen. Dafür bräuchten wir aber ein bisschen Elixier. Ein paar Inaktive wären natürlich am geilsten. Aber darauf mag ich jetzt im Moment gar nicht hoffen. Schlechte Uhrzeit wieder, zu der ich aufnehme. Ihr kennt das ja. Ich nehme ja irgendwie fast immer zu ungünstigen Uhrzeiten auf. Das ist... Okay, das ist nur ein Rathaus 7. Da sollte ich doch auch mit Bogey Only eigentlich 2 Sterne holen. Und der hat wenigstens ein bisschen Loot. Wir versuchen, würde ich sagen, unser Glück. Du nährst, du nährst, du nährst. Och, da ist ja gar keiner. Also eigentlich würde ich, wenn das ein Rathaus 9er wäre, würde ich bei diesem Aufbau nicht angreifen. Einfach alles hintermauern, außer so ein paar einzelne Gebäude. Das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht das Richtige. Oh, wenigstens ein totes Gebäude noch. Nein, da ist auch kein totes Gebäude. Fallen sind bei solchen Leuten oft ausgelöst, da muss man nicht so drauf Acht geben. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal mit unserer ganzen Armee los. Obwohl, die 29 können wir eigentlich mal auslassen, wobei ich nicht weiß, ob wir so wenigstens 2 Sterne holen. Also einen, klar, einen holen wir auch so locker, aber der zweite ist halt mit Bogey ordentlich. Wobei ich unterschätze, glaube ich, die Bogenschützen gegen Rathaus 7 reicht das. Ich würde jetzt so gerne mal so jemanden im CW angreifen. Und jetzt habe ich auch noch den König dabei, da fällt mir das natürlich alles noch ein bisschen einfacher, um die Pokale zu holen.
Und da ist auch das Rathaus. Ich überlege gerade, eigentlich könnte man hier... Ich guck mal, vielleicht gehen wir hier doch direkt mal auf alle drei Pokale, also auf alle drei Sterne. Dann geht's alles noch ein bisschen schneller mit dem Hochfahren. Königin, warum du jetzt außen rum gehst, verstehst auch nur du, oder? Oh, und jetzt schön durch die Mauer durch. Du bist so blöd manchmal. Und ihr merkt es, da kommt besagter Air-Server-Fehler. Ey, aber ist aber gerade ganz schlimm. So, wenigstens alle drei Sterne und 17 Pokale. Wunderschön. Und die Armee ist auch so gut wie fertig, aber meine Königin ist leider etwas angeschlagen. Die pushen wir auch noch. Finde ich beim Pokalefahren sinnvoll. So, da sind wir wieder. Kleiner Cut. Technische Probleme. Wie im Moment immer. Wenn jemand eine Alternative für mich hat, wie ich aufnehmen kann, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin so genervt davon. So macht mir das Aufnehmen auch viel weniger Spaß. Einfach weil ich immer Angst haben muss, es fängt gleich an zu ruckeln und sonstiges. Und das kann es ja nicht sein. Aber dadurch will ich mir nicht die Laune heute Abend verderben. Freikarten für Musical ist schon immer geil. Und dann auch noch zur Preview. Das heißt, normale Menschen könnten sich das noch gar nicht angucken. Okay, ich bin auch ein normaler Mensch, aber man muss halt Kontakte haben. Oder wie ich, eine Freundin, die in einem Hotel arbeitet, die sehr eng mit der Ticket-Zeugs da, mit Stage Entertainment zusammenarbeitet. Und deswegen, damit die den Gästen auch dann erzählen kann, wie gut denn das Musical ist, gibt's Freikarten. Und ich darf mitkommen, da freue ich mich. Wegen der Alternative, da möchte ich nochmal was zu sagen. Ich habe schon Reflektor und sowas probiert, das war nicht besser. Reflektor hat sogar richtig, da gibt es ja eine integrierte Aufnahmefunktion und die war richtig, richtig schlimm. Also irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, es liegt echt an meiner Technik, aber ich wüsste halt nicht wo. Höchstens an dem WLAN-Router, den kann ich leider im Moment nicht ersetzen. Eventuell werde ich auch auf BlueStacks umsteigen, aber es ist zum Kämpfen halt nicht so schön. Da ist man, also ich bin gewohnt mit Multitouch zu kämpfen und das geht nun mal bei BlueStacks nicht. Man kann sich zwar ein Makro für die Maus schreiben und so, aber 15 Pokale finde ich ein bisschen wenig. Sonst hätte ich den noch direkt genommen. Der hier bietet mir dann schon ein paar mehr. Der ist gut. Ich will also jetzt in der Aufnahme mal gucken, wo ich jetzt gerade bin bei den Pokalen, aber ein bisschen können wir schon noch erreichen, denke ich, heute. Den Mörser kann man direkt mal kaputt machen. Dann stört der auch nicht mehr. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt die Armee loslassen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. 40, 44. Ich meine, das ist ein schlechter Rathaus-9er, aber der Loot ist auf unserer Seite. Da könnte ich fast noch... Ja, da könnte ich noch mal eben die Königin losschicken, damit die sich noch den Bohrer holt. Und das sollte es dann auch reichen, so ja. Wie gesagt, 130.000 zum Pokalefarmen, da bin ich über 130.000 froh, das passt, finde ich. Und die Armee ist zur Hälfte ungefähr fertig. Bogis brauchen ein bisschen länger, bei Bartsch wäre die Armee jetzt wahrscheinlich schon fertig, aber mit Bartsch komme ich nicht so gut zurecht. Was ich auch oft gelesen habe zum Pokalefarmen, aber da ging es dann wirklich auf Richtung Champ und so. Ein Golem in die Clanburg, ein Golem so und dann nur Bogis. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich aber auch noch versuchen. 45.000. Mein Labor steht leer. Die Walküre will ich... die Walküre will ich erstmal nicht. Das heißt, ich brauche 60.000. Und 60.000, ja, 60.000 ist natürlich die Summe, die mir fast auch ermöglicht, den König zu starten. Aber dann nehme ich dann doch lieber den Lava-Hund. Das ist eine einmalige Sache. Dann habe ich den auch auf Rathaus 9 Max. Und der braucht ja auch 10 Tage. Das ist ja ein bisschen was... Sollten wir dann, denke ich, schon machen.
Und bin übrigens sehr froh, dass ihr mir gesagt habt, Kristall ist gut. Ich dachte, wäre wahrscheinlich sonst bis Meister hochgegangen und hätte da oben dann wahrscheinlich irgendwie versucht, an das dunkle Elixier zu kommen und wäre da grandios dran gescheitert. Aber, ja. Und ich denke, wir können mal noch eine Mauer aufbauen, oder? Ja. Ja, ich denke schon. Ja. Langsam wird das mit den 10er-Mauern. Dauert zwar auch noch ein bisschen, aber ich denke, das kommt so nebenbei. Ich muss mich eher aufs Dunkle konzentrieren und dann passt das schon. Der Bonus in Kristall 3 lässt sich ja auch schon sehen. 35.000 und 100 sind doch schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Und bei Kristall 2 wird es dann natürlich noch besser. Da, ich glaube, 200 Dunkles bekommt man. Und um die 50.000 müsste passen. 50.000 ist halt schon ein bisschen was. Je nachdem, wie viele Kämpfe man so schafft, läppert sich das. Pokale farmen sollte man eigentlich immer nur dann, wenn man wirklich Zeit hat. Und nicht immer nur so 5 Minuten. Ist natürlich eigentlich genau das Falsche für mich gerade, weil ich habe im Moment nicht so viel Zeit, wie ich es gerne hätte. Ich hatte auch schon mehr Zeit, das wisst ihr ja. Deswegen kommen im Moment auch nicht ganz so viele neue Projekte, aber das wird wieder, hoffe ich. So, schon mal anfangen mit dem Nachbauen. Und dann mal gucken, wie viel hat... Ja, 13 Platz sind noch. Dann werde ich hier nochmal ein bisschen auffüllen. Aber eigentlich, glaube ich, nicht mal nötig. Das ist der Vorteil der 75er Armee... Ach, nicht Armeelager. 75er Armeelager wären schön. Dann hätte ich ja nur 300er Armee. Das wäre nice. Nein, aber eine... Truppenverstärkungsrate. Nein, das ist ja auch falsch. Ein Armeeplatz von... Nein, Armeeplatz, mein Gott, was laber ich denn heute? Ein Kasernenplatz von 75 ist nicht zu verachten und ich bin sehr froh, dass ich jetzt alle Kasernen hochgemacht habe. Wurde ja auch Zeit. Max Rathaus 9, aber Kasernen nicht. Nee, das geht auch nicht. Zeig mir ein Rathaus, das am Rand steht. Also den hier zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob ich den unbedingt angreifen würde, wenn der jetzt oben in Meister wäre mit der Armee. Ich glaube schon, dass ich das getan hätte. Aber es wäre, glaube ich, sogar relativ knapp geworden. Hätte ich wahrscheinlich meine Heldin auch einsetzen müssen. Und wenn der besser ausgebaut wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich stehen lassen. Ach komm schon. Ich würde halt schon gerne noch fast... in Kristall kommen heute. Könnte natürlich auch versuchen mit kleinen Armeen irgendwie. Aber das ist dann so unsicher. Und dann setze ich die eine Hälfte. Und dann haben sie es nicht geschafft. Setze die zweite Hälfte. Aber dadurch, dass sie nicht alle auf einmal kommen, habe ich es dann wieder nicht geschafft. Das ist halt auch nicht das Wahre. Ein paar außenstehende Rathäuser wären jetzt schön. Dann oder richtig fetter Loot. Das hätte ich auch mal wieder gerne. So richtig 600.000er Loot. Ich glaube, das hatte ich in der Live-Aufnahme noch nie. Da habe ich euch immer nur Wiederholungen von gezeigt. Sowas hätte ich halt mal gerne. Das wäre... Das würde mich motivieren und... Da stand ein Rathaus relativ draußen. Das habe ich irgendwie so schnell gar nicht realisiert. Aber ich denke, da waren auch Tesla davor. Von daher wäre das sowieso flach gefallen. Hier sind viele Rathaus 7er irgendwie, das wundert mich ein bisschen. Rathaus 8er sowieso, das kann ich ja noch verstehen, aber Rathaus 7er in Gold 1, ich weiß nicht, was wollt ihr denn da alle? Kann natürlich sein, dass die Leute da auch dunkles farmen wollen und höher nicht kommen, aber Rathaus 7, weiß ich nicht. Da wirst du doch da oben ständig komplett vernichtet, wenn du nur ein bisschen Loot anbietest. Jeder Rathaus 8er räumt mit der halbwegs vernünftigen Armee mit dem Rathaus 7er den Boden auf. Ah ne, das war Wischen. Aufräumen war was anderes. Er wischt den Boden auf. So muss es heißen. Wo ich schon dabei bin, Scheiße zu labern. Was haltet ihr von Challenges? Also, dass ich gegen jemand anders antrete, um... Wer hat zuerst 1 Million Gold erfarmt? Wer hat zuerst...
Pokale, irgendwie 200 Pokale gewonnen oder 100, keine Ahnung. Also das müsste man natürlich alles dann im Rahmen noch machen, wie auch so eine Folge gehen kann. Was haltet ihr davon und was würdet ihr euch dann für Bestrafungen wünschen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich doch sehr interessieren. Und da haben wir doch jemanden, der hat Loot und Pokale. Wobei nicht ganz so viele Pokale, aber Loot. Das freut mich. Den nehme ich doch direkt mit. Und dieses Mal habe ich nicht mal was zum Ausräumen vorher mit einzelnen Bogis. Dieses Mal direkt alle. Obwohl, wir können gucken, ob was in der Clanburg ist. Aber war zu erwarten, ist nichts drin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich in meiner Clanburg drin habe. Das wäre eigentlich zum Pokalefarm gar nicht so schlecht zu wissen. Ich würde halt gerne noch hier das Rathaus jetzt gleich mitnehmen. Königin, nicht zu viel leiden. Meine Gute. Genau, hol dir den Bogenturm. So ist fein. Wenn du dich jetzt durch die Mauer geschossen hast, bist du dann in der Reichweite von dem ollen Bogi-Turm hier oben? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich schon. Komm. Komm. Ein bisschen leiden musste sie, aber sie ist ja auch geboostet. Da ist das nicht ganz so tragisch. Hoffe ich. Nö, sie ist schon wieder fit und munter und auf ihren Beinen. Das gefällt mir doch. Ich meine, sie kann sich auch ruhig ein bisschen anstrengen. Ich tue das ja alles nur für sie und ihren kleinen Ehemann. Kleines Ziel wäre es halt, beim nächsten Mal beide Larven zu schicken. Oder noch besser beim übernächsten Mal. Das heißt, die Queen erst auf 19 bringen und dann König und Queen von 14 auf 15 bzw. 19 auf 20. Das wäre dann nochmal ein richtiger Boost auch für ein CW, so wenn die Helden jeweils nochmal eine stärkere Stufe der Spezialfähigkeit bekommen. Aber die Königin kostet jetzt schon 95.000. Das heißt, sie wird auf 20 100.000 kosten. Der König kostet 165.000, dann muss ich mein dunkles Lager fast voll haben und ich glaube, das ist etwas utopisch. Ich glaube nicht, dass das im Rahmen des Möglichen liegt. Ja, und die Armee ist fast wieder voll. Wir können ja hier schon mal wieder nachproduzieren, damit wir da gleich nicht drauf warten müssen. Perfektes Timing. Auf geht's. Eine weitere Runde Pokalis. Der Gute hier hat halt schon etwas Loot, aber ich glaube, mit Bogis könnte das wirklich knapp werden. Weil hier einfach sehr viel außerhalb liegt, aber... Die Mörser stehen natürlich sehr weit innen dafür, außer der hier hinten. Ich versuche es. Es ist riskant, aber ich versuche es. Finde ich kurios, dass der König schläft. Er ist also im Ausbau, aber er wirkt doch sehr inaktiv, der Gute. In dem Fall ist es ganz wichtig für mich, die freistehenden Gebäude zu holen. Okay, das ist nicht freistehend. Damit ich schon mal ein paar Prozent habe, um sicher zu gehen nicht, aber um schon mal einen kleinen Vorteil zu haben. Da unten kommen auch noch welche, ein paar Gebäude. Ja, dann bin ich schätzungsweise bei 17%. 16, 17. Ja. 17 auf jeden Fall. Vielleicht sogar 18? Na? Bin gespannt. 18 sogar. Okay, dann wird das klappen. Hoffe ich. Setze aber hier auch lieber direkt wieder alle. Ich glaube nicht, dass das mit viel weniger geklappt hätte. Ja, es... Ihr seht, es sind jetzt erst 40% und es sind nicht mehr viele Bogis über. Die Mörser sind halt schon so gelevelt, dass sie die Bogenschützen mit einem Schlag
auslöschen können. Und ihr seht es würde normalerweise nicht reichen. Also hier wäre jetzt Schluss, 45% ohne Helden. Aber wie gut, dass wir Helden haben. Vor allem eine Queen, die sehr fleißig auf 18 Damage austeilt. Und dann noch nicht mal wirklich Schaden bekommt, sodass sie auch gleich wieder einsatzbereit ist. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen Cut. Ich möchte noch ein, zwei Kämpfe machen, aber die Zeit jetzt, die kann ich euch rausschneiden. Bis gleich. So, wir sind wieder da und die Armee ist fertig und auch schon der nächste Schwung nachproduziert. Der hat aber viel. Ich meine, da kommen wir nicht dran, aber der hat echt, echt viel. Wobei der zum Beispiel für 50% locker drin wäre. Und das Rathaus steht halt schon ziemlich weit außen. Es steht nicht ganz außen. Klar, es ist ein bisschen verteidigt, aber... aber nicht für 19 Pokale. Nee, noch nicht. Das lohnt hier in der Region, finde ich, noch nicht. Nein. Nein, nein, nein. Gibt natürlich auch hier unten deutlich angenehmere Methoden, beziehungsweise Methoden, womit man auf einmal mehr Pokale bekommt, zum Beispiel Balloonion, da kriegt man locker 3 Sterne hier bei vielen, aber das dauert halt auch sehr lange, die Armee nachzuproduzieren. Das finde ich ist Quatsch. Ich weiß gar nicht, wonach ich genau suche, weil Loot war ja bis jetzt gar nicht so verkehrt. Der war absolut in Ordnung. Ach komm, lass mich nicht so lange suchen. Jetzt zum Beispiel lohnt es sich fast gar nicht mehr, ein Rathaus einfach so mitzunehmen, weil die Armee ist ja schon wieder zum großen Teil fertig und will man die umsonst produziert haben? Nein. Ich sollte mehr darauf achten, wie viele Pokale Leute geben. Wenn so ein Rathaus 730 Pokale gibt, aber keinen Loot, dann sollte ich den mitnehmen. Muss ich mich noch wieder ein bisschen umgewöhnen und nicht nur auf die Pokale gucken. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder überhaupt nicht auf die Pokale geguckt. Muss ich mir gleich mal angucken, vielleicht hätte sich's bei dem ja auch schon gelohnt. Sehr kurioses Dorf, mein Guter. Sehr viel Dunkles. Ist halt die Frage, da ist halt ein X-Bogen und so. Da komme ich doch wahrscheinlich... Na, ich lasse es lieber. Ich will jetzt nicht Pokale verlieren. Das würde mich wieder zurückwerfen. Darauf habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust. Den hätte ich mitnehmen sollen. Der hatte Elixier und die Lager standen sehr weit außen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich denke mal, der wird's werden. Der hat ein bisschen Loot. Er ist auch sehr AFK, sieht man. Die Inferno und X-Bögen sind nicht geladen. Ich finde, so ein Inferno, der nicht geladen ist, sieht schon ziemlich geil aus. Da können wir uns die Pokale holen. Und das ist auch ein sehr krasses What the Fuck-Dorf. Mal so die Bogitürme und so angeguckt. Und die Magiertürme, sind die noch auf 1 oder auf 2? Schon krass. So, direkt mal alle Bogis gesetzt. Aus Spaß an der Freude. Den Loot haben wir komplett außer... Ach, das Dunkle ist da unten auch in Boron. Na, das passt doch perfekt. Das holen sich meine Bogenschützen auch noch hoffentlich komplett. Ja, aber sicher holen sie das. Und es gibt 7 Pokale und Loot. Und besser kann es doch fast gar nicht laufen. Rathaus draußen wäre noch ein Ticken besser gewesen. Aber, also zusätzlich... Aber so wollen wir uns mal nicht beschweren und ich hoffe, es hat euch heute gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.